Ich finde, dass wir eigentlich relativ gut gestartet sind, gut im Spiel waren, Möglichkeiten auch gehabt haben eigentlich aufs erste Tor. Durch zwei Konter, glaube ich, sind wir ein bisschen verunsichert worden. Aus einem Konter kriegen wir dann auch noch das Tor. Dann zweite Halbzeit, glaube ich, haben wir gleich wieder mit einem dummen Tor begonnen, wieder aus einem Konter. Dann ist es eigentlich schwierig gewesen, dass wir ins Spiel reingefunden sind, sind aber trotzdem gleich gut zurückgekommen. Und ja, war dann ein schwieriges Spiel, aber. Ja, ich denke, dass wir, wie gesagt, ganz gut angefangen haben, uns dann durch die Konter ein bisschen verunsichern haben lassen. Wir haben einen Eckball, laufen in zwei Konter, wo dann auch das Tor passiert. Und ja, das müssen wir einfach besser verteidigen. Dann der Spielverlauf auch sehr unglücklich, wir die Tore nicht gemacht. Gleich nach der Halbzeit das 2-0 kriegt. Dann haben wir alles versucht, aber es hat halt leider nicht mehr gereicht. Ja, also ich glaube, es wird mal Zeit für den ersten Auswärtssieg. Dann haben wir uns jetzt gleich in der Länderspielpause richtig gut vorbereiten können, haben uns gut erholen können und sind gleich richtig gut auf den Gegner eingestellt. Ja, wir wissen, was auf uns zukommt. Mattersburg spielt sehr hart. Ja, aber wir sind jetzt in der Länderspielpause sehr gut vorbereitet worden. Wie gesagt, wir wissen ganz genau, was auf uns zukommt. Wir wissen, wie wir sie knacken können. Wir haben sehr gut trainiert jetzt zwei Wochen. Und ja, wir sind sehr positiv, dass wir dort den ersten Auswärtssieg endlich einfahren können. Ja, es waren ereignisreiche Wochen, sage ich mal. Mit der Hochzeit, Nationalteam und den Wechselgerüchten. Ich möchte dazu sagen, dass ich, seit ich 12 bin, hier spiele und solange ich bei Admira spiele, ich immer alles gegeben habe und auch in der Zukunft alles geben werde. Und wer mich kennt, weiß das, dass ich eben immer mein letztes Hemd für den Verein geben werde. Ja, auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, die mir sicher einiges gebracht hat für meine fußballerische Laufbahn. Das Tempo ist halt sehr hoch, körperlich ist auch noch ein großer Unterschied zu uns. Aber wir arbeiten ja alle jeden Tag hart und wollen auch einmal auf das Level kommen.